Was haben das Ungeheuer von Loch Ness und eine Alien-Entführung gemeinsam? Man kann sich dagegen versichern. Absurd, oder? Ja, gar nicht absurd ist, wenn man sich fürs Alter absichert. Denn es kann uns leider jederzeit passieren, dass wir plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen sind. Also besser vorsorgen, als hinterher dumm aus der Wäsche gucken, sagt Pflegebotschafter Dieter Hallervorden. So, wie man sich am besten absichert und ab wann eine private Pflegeversicherung sinnvoll ist, das erklären wir euch jetzt in dieser Folge. Versicherungsplauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst? Ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei, dein Podcast mit Wissen to go, direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wo auch immer ihr uns gerade hört im großen Allianzland. Es gibt Dinge, die wir doch alle gerne wahnsinnig vor uns herschieben, oder? Also klassische Aufschieberitis, zum Beispiel Steuererklärung, Zahnarztbesuch, ouch, oder eben die Pflegeabsicherung. Ja, wer beschäftigt sich denn schon gern mit Themen, die, wenn man sich jung und fit fühlt, vermutlich und hoffentlich noch in weiter Ferne liegen? Ich bin ehrlich, ich nicht. Aber es ist viel zu wichtig und dafür müssen wir uns nur die nackten Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums anschauen. 3 von 5 Menschen in Deutschland werden pflegebedürftig. Aktuell sind rund 4,5 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen. Tendenz steigend. Bis 2050 rechnen die Experten mit, Achtung, 6,5 Millionen Menschen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Liegt natürlich daran, dass wir immer älter werden, klar. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä? Wieso? Ich zahle doch jeden Monat Pflegeversicherung, dann bin ich doch abgesichert. Also warum brauche ich dann noch eine private Pflegezusatzversicherung? Guter Punkt. Und genau das klären wir jetzt mit Antonia Pahl, Key-Accounterin, und Martin Staudacher, Produktentwickler für private Krankenversicherung. Hallo ihr zwei. Sag mal, also gehen wir gleich in die Vollen. Warum sollte ich mich privat pflegeversichern? Ja, erstmal hallo Axel. Naja, leider ist es so, dass der Gesetzgeber die gesetzlich vorgeschriebene Pflegeversicherung nur als eine Teilkaskoversicherung angelegt hat. Was heißt das? Der Gesetzgeber kann die vollen Pflegekosten nicht übernehmen. Und die Pflegekosten können sich schon mal auf 3.000 bis 4.000 Euro im Monat belaufen. Ups. Im höchsten Pflegegrad, dem Pflegegrad 5, da kommen wir später noch drauf, sind sogar noch mehr. Und was kann ich von dieser gesetzlichen Pflegeversicherung erwarten? Am Anfang so um die 2.000 Euro im Monat im Maximum. Und selbst mit diesem Maximum zahlt man dann auch noch, selbst in einem hohen Pflegegrad, noch über 1.500 Euro im Monat selbst. Sollten wir also pflegebedürftig werden, müssten wir einen großen Teil dieser Kosten aus der eigenen Tasche bezahlen. Und da geht dann unser Vermögen drauf, unsere Rente oder auch im Extremfall das Vermögen unserer Kinder oder unserer Familie. Genau, außer man hat natürlich eine private Pflegezusatzversicherung. Die schließt dann die Versorgungslücke sozusagen, also diese 1.500 Euro. Und unsere Ersparnisse gehen nicht drauf. Und das Ding ist, ich weiß nicht, wie lange ich vorher sparen konnte, weil Pflegebedürftigkeit eben keine Frage des Alters ist. Eben. Ich kann einen Unfall haben oder plötzlich schwer krank werden und dann bin ich auf Hilfe angewiesen. Und das kann mir theoretisch immer passieren, egal wie alt ich bin. Ja, und wir wünschen uns ja, dass es eben nicht passiert. Aber für den Fall das sollte man dann einfach gut vorsorgen. Lasst uns mal kurz definieren, was heißt denn eigentlich pflegebedürftig? Weil jeder wird darunter was anders verstehen, oder? Ja, klar. Und meistens denkt man gleich an den allerschlimmsten Fall. Also, dass man gar nichts mehr selber kann. Aber das fängt eigentlich schon viel, viel eher an, wenn man Unterstützung braucht beim Heraussuchen der Medikamente zum Beispiel oder man braucht Hilfe beim Einkaufen oder Wäschewaschen. Seit 2017 unterteilt man da in 5 Pflegegrade. Ja, und dabei ist es so, dass der höchste Pflegegrad die 5 ist und der niedrigste die 1. Und je höher der Pflegegrad, desto mehr Versorgung braucht man als Pflegebedürftiger. Ja, und bevor wir uns gleich mal die Leistungen der privaten Zusatzversicherungen anschauen, vorneweg, ab wann sollte ich denn spätestens eine abschließen? Also wie früh oder wie spät fängt man an? Grundsätzlich gilt einfach, je jünger, desto besser. Je früher man einsteigt, umso günstiger ist einfach die Versicherung. Was die Kosten betrifft, es gibt auch staatlich geförderte Tarife und da kann man schon mit 10 Euro pro Monat vorsorgen. Und es lohnt sich ganz speziell für junge Leute, also Studenten zum Beispiel oder auch Berufseinsteiger. Und der Staat unterstützt eben diese private Vorsorge mit bis zu 60 Euro im Jahr. Das Ganze heißt dann pflegebar.
nach dem ehemaligen Gesundheitsminister. Aber nicht nur für junge Leute lohnt sich die Vorsorge, sondern es lohnt sich auch noch in etwas älteren Altern Geld für die Pflege beiseite zu legen. Genau, und ganz besonders Frauen sollten eigentlich genau hinschauen. Zum einen ist es so, dass Männer häufiger zu Hause von ihren Ehefrauen dann gepflegt werden. Das heißt, es betrifft uns Frauen sozusagen doppelt. Einerseits mit unseren Männern sozusagen. Zum anderen sind knapp 2/3 der Pflegebedürftigen eben Frauen. Also auch bei der stationären Pflege im Pflegeheim sind Frauen in der Mehrheit. Was unter anderem daran liegt, dass Frauen älter werden als Männer. Und im Durchschnitt werden Frauen knapp 5 Jahre gepflegt und bei Männern sind es etwas über 3,5 Jahre. Und wenn ich das jetzt mal für mich hochrechne, bei einer ambulanten Versorgung mit Pflegegrad 3 zum Beispiel und 5 Jahren Pflegebedürftigkeit, müsste ich ungefähr über 70.000 Euro selber bezahlen. What? Das ist eine Menge Geld. Ich glaube, das hat keiner so im Kopf. 70.000 selber bezahlen. Das ist dieser berühmte Eigenanteil, glaube ich, ne? So heißt das bei euch im Versicherungsdeutsch. Aber dann lasst uns doch mal die private Pflegezusatzversicherung genauer anschauen. Welche Leistungen werden denn übernommen, Martin? Letztlich hängt es immer natürlich vom konkreten Tarif ab. Aber die häufigste Form einer Pflegeabsicherung ist das sogenannte Pflegetagegeld. Mhm. Da legt man einen Tagessatz fest. Bei uns sind es zum Beispiel, kann man es wählen, zwischen 20 und 150 Euro, je nachdem, wie hoch der Bedarf ist. Man legt diesen Tagessatz fest und im Fall einer Pflegebedürftigkeit bekommt man dann ausbezahlt. Es hängt dann auch ein bisschen davon ab, welchen Pflegegrad man hat und ambulant oder ob man zu Hause gepflegt wird, da spricht man von ambulanter Pflege, oder ob man im Pflegeheim gepflegt wird. Wenn man zum Beispiel einen Tagessatz von 80 Euro abschließt, dann bekommt man bei einer Pflegebedürftigkeit im Heim und man lässt sich im Heim pflegen 2.400 Euro im Monat und kann so die Pflegekosten im Heim gut absichern. Und vielleicht noch ein ganz wertvoller Hinweis. Das Gute ist, dass dieses Geld, das dann ausbezahlt wird, auch steuerfrei ist. Das wollte ich doch gerade fragen, weil oft heißt es doch immer Einkommen und dann geht wieder was weg. Also das Pflegetagegeld ist 1:1 steuerfrei. Ich muss nichts versteuern. Genau. Okay. Für welche Leistungen, Antonia, kommt denn die private Pflegezusatzversicherung noch auf? Das kann man natürlich ein bisschen selber steuern. Also viele Menschen möchten gern möglichst lange zu Hause bleiben und dort gepflegt werden. Das ist grundsätzlich mit abgesichert. Aber wer da beispielsweise noch mehr Leistungen möchte, weil Martin ja gerade schon meinte, es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Pflegegrad ist man, wie viel man dann ausbezahlt bekommt, der kann da Leistungen einfach noch mitversichern. Ein anderes Beispiel ist einmal Auszahlungen. Oft entstehen da hohe einmalige Kosten, wenn ich beispielsweise umbauen muss, um besser zu Hause leben zu können. Und beispielsweise in einem Pflegegrad 2 kann ich mir dann maximal bis 15.000 Euro auszahlen lassen, um umzubauen. Ja, da kommen wir ja auch ein bisschen weiter damit. Jetzt hoffen wir alle, dass wir nie auf fremde Hilfe angewiesen sind. Wenn ich das Glück habe, oder es ist so, ich bleibe gesund, bis ich irgendwann Tschüss sage und mich auf meine Wolke setze und mich aus dem Leben verabschiede, habe ich dann umsonst eingezahlt? Ja, im Grunde ein bisschen schon. Aber die Sache ist halt, wie schnell ist man in einem Pflegegrad 1 oder 2, gerade so alt, wie wir inzwischen werden, da muss die Selbstständigkeit wirklich nur gering beeinträchtigt sein. Zum Beispiel, also deine Mutter ist geistig noch absolut fit, hat aber Arthrose. Und dann braucht sie vielleicht Hilfe beim Treppensteigen, weil sie sich ein bisschen unsicher fühlt. Und sie kann sich auch nicht mehr so richtig bücken und hat Probleme dann beim Schuhe anziehen und fühlt sich allgemein so ein bisschen unsicher und hat deshalb vielleicht auch Angst, rauszugehen alleine, zum Beispiel zum Spazierengehen. Und da wäre zum Beispiel schon eine Pflegebedürftigkeit vorhanden, natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Einschränkungen nicht nur vorübergehend sind, sondern dauerhaft. Mhm. Ja, und abgesehen von der eigenen Pflegebedürftigkeit, wenn es dann mal soweit wäre, profitiert man zumindest bei der Pflegeversicherung der Allianz auch davon, dass man Unterstützungsleistungen bekommt, wenn man selbst keine Pflege braucht. Ganz einfaches Beispiel, stellt euch vor, eure Eltern werden auf einmal pflegebedürftig. Da prasselt vieles auf einen ein. Ja. Muss man wahnsinnig viel organisieren, dass es den Eltern auch bei einer Pflegebedürftigkeit gut geht. Und da ist man auch schnell überfordert. Und da haben wir Unterstützung auch im Angebot. Und das ist kostenlos bei uns im Tarif mit drin. Und das Gute ist, dazu müssen eure Eltern nicht mal bei uns versichert sein. Das gibt's einfach so dazu. Das ist super, dass du das gerade ansprichst, Martin, weil ich habe auch genau das bei einem Freund erlebt, dessen Mama ganz schwer demenzkrank geworden ist. Und da bist du ja erstmal mit der Situation komplett überfordert und weißt überhaupt nicht, was muss ich jetzt alles machen, wie reagiere ich?
Ja, absolut. Also und genau für solche Fälle ist unsere Unterstützung eben da. Wir geben Tipps, wie man mit Demenzkranken umgeht. Oft kommt es ja dann vielleicht auch zu Konflikten mit den beispielsweise pflegebedürftigen Eltern. Dann schicken wir eben da auch Expertinnen und Experten oder bieten Pflegeschulungen an und vermitteln Selbsthilfegruppen. Also man ist auf jeden Fall nicht alleine dann mit dem Thema. Jetzt lass uns noch mal kurz über Geld reden. Wie ist es denn, wenn ich plötzlich arbeitslos werde? Kann ich dann meinen Beitrag zumindest für eine gewisse Zeit aussetzen? Geht das? Ja, das kann man. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das kann, weil der Versicherungsschutz soll ja erhalten bleiben. Ja. Und entsprechend kann man den Beitrag zum Beispiel bei einer Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr ruhen lassen. Aber auch bei einer Elternzeit ist das möglich. Da sogar bis zu 3 Jahre. Weil da sind die finanziellen Prioritäten natürlich ganz klar woanders. Eben. Jetzt haben wir eine Menge gehört. Theoretisch wissen wir jetzt alle, glaube ich, dass es wirklich gut wäre, uns abzusichern. Aber wer das kapiert hat und sagt, ja, ich schiebe das Thema eben nicht weiter weg in die Zukunft. Was ist denn jetzt der erste Schritt? Was ist mein To-Do, Antonia? Naja, also viele von uns sitzen ja jeden Tag regelmäßig an Handy oder Computer. Auch oh ja. Alle, die uns jetzt zuhören, auf irgendeinem Endgerät werden wir jetzt abgespielt. Also es gibt auf jeden Fall online diverse Rechner, zum Beispiel auch auf unserer Webseite, wo man sich den monatlichen Beitrag ausrechnen kann. Und da kann man ganz viel ausprobieren, das eigene Alter angeben, den Versicherungsbeginn, mal schauen, wie hoch stelle ich mir vor, dass mein Pflegetagegeld sein soll. Und dann kann ich da mit diversen Tagessätzen mal rumprobieren und schauen, wie viel würde ich dann im Monat zahlen. Da bekomme ich eigentlich ganz leicht ein Gefühl dafür, wie viel kann und will ich mir leisten im Moment. Okay, dann kann das jeder mal für sich nutzen und dann auch mal tiefer einsteigen, mit einer Expertin oder einem Experten sprechen. Ansonsten stehen euch natürlich immer die Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen der Allianz für individuelle Fragen zur Verfügung. Antonia, Martin, vielen Dank für den Überblick. Und natürlich gibt's das alles nochmal zum Nachlesen auf allianz.de. Ansonsten hier nochmal die wichtigsten Fakten im Überblick. Fakt 1. Der Nutzen. Die Pflegepflichtversicherung ist und bleibt eine Teilkaskoversicherung. Mit einer privaten Zusatzversicherung könnt ihr die Versorgungslücke schließen. Auch junge Menschen können durch Unfall oder Krankheit plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen sein. Fakt 2: Die Versorgungslücke. Sollten wir pflegebedürftig werden, dann müssen wir einen großen Teil aus eigener Tasche zahlen. Da gehen ganz schnell die Ersparnisse drauf oder Immobilien müssen verkauft werden. Die Pflegezusatzversicherung kann das verhindern. Fakt 3. Der Zusatzservice. Ihr könnt von einem umfangreichen Netzwerk profitieren. Die Allianz unterstützt euch und eure Angehörigen in eurer ganz persönlichen Pflegesituation und vermittelt Hilfe. Ja, und das war's für heute. Danke für euer Ohr. Teilt diesen Podcast gerne mit allen, die, wie ihr, wie ich, bisher auch dieses Thema weggeschoben haben. Denn es ist einfach viel zu wichtig, um es zu ignorieren. Danke dafür. Und das Wichtigste zum Schluss. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.